Wonders. That's what we called the new guys. That's all the training they got, and it wasn't enough. It usually didn't last very long. No matter how much training you got or how strong you are, when you strap up and step on a battlefield for the first time, it changes you forever. Terror was just another strip of sand out in the middle of nowhere. But for many of us, it'd be the last thing we ever saw. Tommy! I'll see you on the beach! Conlan! Mount that 50! Es ist wirklich völlig, völlig Wurst, ob man nun im Atlantik versucht, einen von Gegnern besetzten Strand zu stürmen oder im Pazifik. Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Krieg. Das merkt der junge Soldat Tom Conlan, den sie im Ego-Shooter Medal of Honor Pacific Assault verkörpern, recht schnell. So duft es in der Südsee ist, so scharf wird dort auch geschossen. In Pacific Assault geht es nämlich noch um einiges wilder zur Sache als im Vorgänger Allied Assault. Davon konnten wir uns anhand einer Preview-Version überzeugen. Get us out of here! Am Strand des Inselchens Tarawa angekommen, haben wir es allerdings noch lange nicht geschafft. Das Programm wirft uns zahllose, kampfwütige Japaner vor die Flinte. Wie gut, dass die KI-Kollegen uns tatkräftig unterstützen. Doch bevor es sie nach Tarawa verschlägt, steht Pearl Harbor auf der Marschroute. Und da wird auch scharf geschossen. Sollten sie mal getroffen werden in Medal of Honor Pacific Assault, kann es sein, dass ein Sanitäter oder eine Krankenschwester in der Nähe ist. Und der flickt sie dann auf dem Feld wieder zusammen. Ganz, ganz reizend. So viel Glück wie wir gerade hatten die meisten Männer auf den Kriegsschiffen in Pearl Harbor nicht, wie wir gleich sehen werden. Schlimm auch, dass wir trotz MG und reichlich Munition nichts gegen den buchstäblichen Untergang der amerikanischen Flotte ausrichten können. Aber Pacific Assault will auch nicht die Geschichte neu schreiben. Vielmehr versucht das Spiel, just in dieser Szene einen ungefähren Eindruck davon zu geben, was in der Hafenanlage damals los war. Wir finden schon jetzt wahnsinnig gut gemacht. Bei unserem Versuch, die japanischen Kampfbomber zu zählen, sind wir kläglich gescheitert. Aber Pacific Assault brennt nicht unentwegt Feuerwerke ab. In einer der ersten Missionen etwa, in der wir hier unterwegs sind, müssen wir mit einem kleinen Trupp eine nächtliche Dschungelmission erfüllen. Unsere Kameraden haben sich übrigens vorhin lautstark noch darüber aufgeregt, warum sie so einen Rookie wie uns mitschleppen müssen. Doch wie gut, dass unser Kommandant stets Herr der Lage ist. Wir sehen hier nämlich nichts. Er dafür aber alles. Den hätten wir zum Beispiel nicht gesehen. Doch so eine finstere Szenerie ist nicht der richtige Rausschmeißer für ein Medal of Honor Pacific Assault Video. Deswegen springen wir jetzt völlig unorthodox nochmal in der Zeit und wieder zurück nach Pearl Harbor, um Ihnen noch einige sehr, sehr eindrucksvolle Szenen aus der Schlacht um den Hafen zu zeigen. Und die lassen wir jetzt um des Effektes willen einfach unkommentiert.